Und damit herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir machen jetzt hier einen Weltraumspaziergang. Zum ersten Mal betreten wir das Äußere des Schiffes. Und danach. Tja. Ich weiß, ich habe das schon alles mehrmals gesehen, aber ich habe mir das meiste davon nicht wirklich gemerkt. Ich weiß nur, es wird nochmal richtig wild und ich hoffe einfach, dass man zwischendurch nochmal speichern kann. Aber diesmal habe ich die Ohrmauge. Falls. Griff, Beeilung! Wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampf! Falls es Geräusche geben sollte, die nicht cool sind. Wir haben Silvester. ist ja kein Wunder, ne? Aber. Also Silvester zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne? Aber veröffentlichen werde ich das erst morgen. Also in diesem Sinne. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, sehr gut reingekommen. Ach Quatsch, ich hoffe, du bist gut reingekommen. Genau. Krasses Trümmerteil. Boah, ist das eine Riesenschüssel. Aber Blick kannst du rennen? Nein, kannst du nicht. Kein Alien. Ach, ist das schön. Gravitationsstiefel muss er haben. Sonst. Schade, ich kann die Füße nicht sehen. Aber ich würde sagen, ja, da. Weiß man, worauf man das ausrichten muss, oder ist das reiner Zufall? Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Ich finde es total spannend, dass die Gravitationsstiefel so krass sind. Ich meine, theoretisch würde sich der Körper ja trotzdem weiter bewegen oder stehen bleiben. Man würde ihn also quasi hinter sich herziehen. Ernsthaft? Muss das so dunkel sein? Man sieht ja nichts. Klemmfreigabe aktivieren. Notfallklemme. Ist das da unten die Notfallklemme? Okay. R2 runter. Und runter. Thank you.
Oh, weiter? Gab es da unten noch was zum Drücken? Oh, Koordinaten der Towns eingeben. Ach du Scheiße, Digga. Steht das da links? 35, hä? What the fuck? 35? Wieso geht das hier nicht weiter, Alter? Ja, dann 35. Sagt, der stoppt automatisch, komm. So, 75. Halt, falsche Richtung. Nee, war doch richtig. Alter, bis 350? Alles klar, vergiss es. Konzentration. Okay, vibriert im Controller, sagt mir, ich bin richtig. Geil. Na, stell dir mal vor, du hast das im echten Leben nicht, dass beim richtigen Ding deine Finger vibrieren. Vielleicht ein bisschen unpassend. Was ist das hier? Ah, für den da unten wahrscheinlich. Oh, seh dir das Ding an. Krass. Jetzt sende ein Signal, mein Alter. Soll ich so lange stehen bleiben? Habe ich hier draußen bessere Verbindung? Torrance! Torrance, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Relaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter den Raumfahrttürmen habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ich guck mal kurz auf die Karte, damit ich weiß, wo ich hin muss. Aha, okay. Alles klar. Ich dachte, ich bleib jetzt einfach draußen und warte, bis das hier in der Altersschwäche gestorben ist. Nee, stimmt, das geht ja gar nicht. Ja, ich könnte jetzt den Witz bringen mit zunehmendem Alter, werden die Aliens größer. Aber. Tja. Da kenne ich mich nicht mit aus. Oh, guck dir das an! Die müssten auf einem Kahn, der so groß ist, eine Naturzone haben. Vegetation, Pflanzen, künstliche. Ach man, die müssten alles haben. Die müssten ihren Treibstoff selber herstellen können. Die müssten ihr Essen selber herstellen können. Die müssten das alles schon. Guck dir an, wie riesengroß das ist. Na sicher müssten die das drauf haben. Versorgungsschiff. Das ist doch voll ein Witz. Ich meine, kann man auch machen, aber wozu? Wenn du das alles hier selber herstellen kannst. Bei der Größe, Leute, ganz ehrlich. Abgesehen davon, ein Teil von dieser Größe bräuchte Material von außerhalb. Das heißt, theoretisch müsste die Menschheit gelernt haben, Asteroiden zu meinen. Alter, wie viel Metall das wohl gekostet hat? Naja, ich breche mir da jetzt lieber keine Gedanken drüber. Also ich mache mir da jetzt besser keine Gedanken, denn ich glaube, man kriegt gleich Besuch. Flammenwerfer kann ich jetzt ruhig einsetzen. Aber ich will auch nicht erschossen werden. Okay, der Ausflug war cool. Ja, Flammenwerfer ist drin. Okay.
Ich bin bereit. Ich bin bereit zu sein. Ricardo, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Oh Gott. Ja, ich kann mir vorstellen, was gerade passiert ist. Ich hätte mir echt gewünscht, dass er es schafft, mit ihr da wegzukommen. Und der hätte sich für ihre Tochter bestimmt gefreut. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Einfach nur rausgehen, richtig? Sicher? Betätigen. Oh mein Gott, leck mich am... Okay, theoretisch geht's jetzt hier weiter. Boah, leck mich am Arsch. Oh, fuck, Alter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Leuchtfackeln schmeiße. Ich kann auch einen Geräuschmacher werfen. Aber ist der bei dem Lärm zu hören? Gaffen. Geradeaus weiter. Gucken nach Ricardo. Scheiße, Mann, Ricardo. Kannst du nicht abregeln bei dir, damit das nicht... Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Wohin? Runter. Was ist, was? Ach ja, jetzt wird's richtig wild, ja. Flammenwerfer. Und ganz ehrlich, frische Batterie kommt. Einer. Ich könnte für eine Zigarette töten. Alter Maul. Warum habe ich diesen Aufwand nochmal angenommen? Fall.
Ohne Scheiß. Dass das keinen Lärm machen soll, ist der absolute Wahnsinn. So wie einer von denen schießt, ist das Alien da. Du willst mir nicht wirklich erzählen, dass das kein Schwein hört? Alter, ohne Scheiß. Leichter Schwierigkeitsgrad on top. Sonst hätte ich neu laden müssen. Als ob. Weißt du, ich will die nicht killen. Fuck, Alter, wenn da ein Alien läuft, dann. Na komm. Hallo, Medikit? Ah, cool. Ich hab einen Bug. Nice. Wohin? Ich muss dem folgen hier. Okay. Falscher Fahrstuhl? Ich hatte es ein bisschen eilig, ehrlich gesagt. Vielleicht ist nach dem Ladebildschirm wieder alles in Ordnung. Und ich kann mich heilen.
Okay, Übertragung, Trophäe. Das heißt, ein weiteres Kapitel geschafft. Ja! Und danach klappt hoffentlich. Oder Speicherpunkt und Neuladen, damit man sich wieder heilen kann. Ich bin mal so frei, wa? Ewig hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. Das allgegenwärtige Wunder des... Man wird nicht gehört. Kurz aufschreiben. 1851. Pausieren an der Stelle. Und pausieren. Warum habe ich nur zugestimmt? Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als Sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben Sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Boah, krass. Krass, krass, krass.
Entschuldigung. Arschloch. Okay, Neustart. Ohne Scheiß. Okay, gut, gut. Ich versuche jetzt was Neues. Den Schraubenschlüssel. Das hört das Vieh niemals. Dass das funktioniert, hätte ich niemals geglaubt. Hä? Ich habe nur zugeschlagen. Wir waren gekommen, als sie die Zufluchtsstätte verschlossen haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Was soll ich hier tun? Vielleicht, dass sie ihre Meinung ändern und mich reinlassen. Oder ich verstehe. Wie alle anderen auf der Station, die ihnen in die Quere kommen, erschießen. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Schon unheimlich, ehe alles außer Kontrolle geriet. Ohne stabuliert zu werden, geht das wohl anscheinend nicht. Ja, ich meine, doch, geht schon. Aber ohne Scheiß. Als ob sich das im Nest interessiert hat, wenn man so einen kleinen weggebrannt hat. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Körperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren, aber ansonsten sind wir startbereit. Auf jeden Fall, das Ladebalken kommt. Cool. Vielleicht sollte man schon froh sein, dass er nicht abgestürzt ist. Okay, ich würde sagen, der nächste Checkpoint. Theoretisch habe ich noch ein bisschen Zeit, aber ich habe auch ein bisschen Angst, auf einen Abschnitt zu treffen, bei dem man lange nicht speichern kann. Yo, Alter. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Hallo.
Leute, ich habe doch eine Taschenlampe ausgetauscht, oder? Das habe ich doch nicht geträumt. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Pausieren. Fuck. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich dachte, man macht's am PC. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsbefehl. Tja. Plünderung. Da gibt's doch einen Weg, oder? Ist ja nicht so, als fressen sie sich gegenseitig. Da muss doch niemand finden. Bitte nicht. Ich hasse diese Stelle. Ich
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass an dieser Stelle unfassbar viele gestorben sind. Ich meine damit richtig, richtig viele. Ich werde mich hier durchsterben. Versuchen wir so weit zu kommen wie möglich. Noch ein kleines Zeitfenster habe ich. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Bitte was? Ich kann da gar nichts machen. Oh. Okay, also ich verstehe jetzt, weiß Gott nicht, was ich jetzt machen soll. Wie soll ich denn da hinkommen?
Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Nicht so gut. Ohne Spaß. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich glaube schon. Sonst bin ich gesprächiger. Ja, das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Okay. Tja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. An der Stelle aufzuhören ist echt kacke, aber geht nicht anders. Oh boy. Einfach nur hier rausgehen. Einfach nur hier rausgehen. Karte gucken und dann schaffen wir das. Also, ich weiß, ich habe das, habe ich das? Egal, ich habe Alzheimer. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Haust rein. Ciao.